Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir werden vielfach angefragt, ob denn eine normale Gemeinderatssitzung stattfinden kann oder ob überhaupt eine stattfinden soll. Dazu ist zu sagen, dass es so ist, dass Gemeinderat, Parlamente, auch die Verwaltung zur sogenannten systemkritischen Struktur gehören. Das heißt, wir sind weiter von diesen Verboten ausgenommen und wir brauchen auch den Gemeinderat, wir brauchen die von Ihnen gewählten Stadträtinnen und Stadträte, um einen demokratisch legitimierten Betrieb aufrechtzuerhalten. Und wir müssen auch Entscheidungen treffen. Wir können ja jetzt nicht alle Entscheidungen entweder ohne Gemeinderat treffen oder einfach liegen lassen. Wir haben uns darauf verständigt, im Gemeinderat aber das Infektionsrisiko, soweit es geht, auf Null zu setzen. Das heißt, wir werden die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte weiter auseinandersetzen. Oben auf der Empore, da wo die Bürgerinnen und Bürger zuschauen können, wird nur jeder zweite Platz belegt, um die 1,50 Meter Abstand einzuhalten. Und wir werden die Amtsleiterinnen und Amtsleiter nur zu den einzelnen Tagesordnungspunkten dazu bitten, wenn sie denn benötigt werden. Auch die Tagesordnung haben wir erheblich reduziert. Alle richtigen emotionalen Knackpunkte haben wir verschoben, wie etwa die Umfahrung von Hagsfeld. Vieles haben wir die Offenlage verwiesen, damit es dann auch ohne Sitzung abgearbeitet werden kann. Und alle Anträge der Gemeinderatsfraktionen werden verschoben, außer zum Thema Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen aus Griechenland werde ich zum Eingang der Tagesordnung ein paar Sätze verlieren. Und von daher dient es der Aufrechterhaltung unseres Betriebs, auch der Aufrechterhaltung der Legitimation, die der Gemeinderat nun mal hat. Aber wir werden uns darauf einstellen, dass es eben schon ein Ausnahmebetrieb morgen in der Gemeinderatssitzung sein wird.